Wir haben insgesamt über 120.000 Mathebücher, E-Books und Zeitschriften noch gar nicht mitgezählt. Und bei diesen 120.000 Büchern könnte man leicht mal den Überblick verlieren. Deswegen hier das Wichtigste für Sie. Gleichzeitig ist es so, dass ungefähr 87% aller Studierenden irgendwas mit Mathe zu tun haben müssen, mehr oder weniger freiwillig. Ob es Psychologen sind, ob es Sozialwissenschaftler sind, ob es Ingenieure sind, keiner bleibt verschont. Und bei manchem, so sehr wir uns auch Mühe geben, wird auch leider nie eine große Liebe zur Mathematik entstehen. Das ist auch kein Problem. Trotzdem wollen Sie ja alle unbeschadet durchs Studium kommen. Hier gibt es einen Survival Guide, der liegt hier auch überall aus. Den können Sie entweder im Netz finden, auf unserer Homepage, oder Sie nehmen sich einfach einen mit. Da stehen aber jetzt nicht die ganzen Fun Facts drin, die ich Ihnen erzählen werde. Falls Sie zum Beispiel Biologe sind, dann würde ich Ihnen dieses Buch sehr ans Herz legen. Dieses Buch ist von Studenten für Studenten geschrieben. Es wird von Fachschaften sehr empfohlen. Die Beispiele sind sehr anschaulich. Es wird sowohl in Prosa erklärt, als auch der mathematische Formalismus verwendet. Und es kommen viele Beispiele aus der Biologie selber vor, also biologische Prozesse. Dann gehen wir gleich weiter zur Chemie. Auch eine Empfehlung unserer Fachreferentin, die selber Chemikerin ist. Hier gibt es sehr viele Beispiele und Übungsaufgaben. Viele von Ihnen werden mit Übungsaufgaben konfrontiert werden. Die stehen zum Beispiel in Mathebüchern drin. Und dazu gibt es dann auch Lösungen im Internet. Dann gehen wir gleich zur Informatik über. Bei der Informatik sind es zwei Bücher. Zum einen von Peter Hartmann. Das sieht sehr unspektakulär aus. Da ist die Mathematik für alles, was man in der Informatik braucht. Und manchmal fragt man sich, das brauche ich nie wieder im Leben. Warum lerne ich das? In diesem Buch wird Ihnen genau erklärt, warum Sie was für die Informatik brauchen. Warum manchmal Kryptographie zum Beispiel ist reine Mathematik oder wie eine Grafikkarte funktioniert. Das ist ganz viel Mathematik und das wird hier super erklärt. Auch hier gibt es wieder ganz viele Übungen, Beispiele und die Lösungen im Netz. Außerdem ein sehr gutes Einführungsbuch für Informatiker ist von Struckmann. Sieht ebenfalls leider zum Verwechseln ähnlich und sehr unspektakulär. Aber man kann sich ja den Namen merken oder Sie gucken im Survival Guide nach. Das Besondere an diesem Buch ist, es gibt eine tolle Einführung in die sogenannte theoretische Informatik. Theoretische Informatik begegnet uns im Alltag ganz oft, wenn es um Big Data geht und um Algorithmen. Dieses Buch gibt eine ganz tolle Einführung. Als nächstes die Mathematik. Da gibt es für lineare Algebra und Analysis die beiden Klassiker von Fischer und Forster. Allerdings muss man sagen, die sind ziemlich schwere Kost. Die sind sehr formal geschrieben, diese mathematischen Formeln überall und wenig Prosaerklärungen. Das ist am Anfang sehr sperrig zu lesen. Wenn man allerdings so gestrickt ist, dass man gerne über Formeln etwas versteht, dann ist das super. Außerdem später zum Nachschlagen sehr gute Lehrbücher. Für jemanden, der sich am Anfang vielleicht ein bisschen schwer tut mit der Formelsprache, auch hier wieder ein Tutorium von Studenten für Studenten, das ist sogar hier an der LUH geschrieben worden, wird von den Fachschaften hier empfohlen, sowohl von den Tutorien als auch von den Dozenten selber. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Es hat, wie man hier auch sieht, diese grauen Kästchen, es ist fantastisch strukturiert. Sowohl prosaische Erklärungen als auch grafische Bilder, um mathematische Phänomene zu verstehen. Und ganz viele Übungsaufgaben, die Ihnen auch auf Übungsblättern begegnen könnten. Als nächstes die Physik. Da würde ich Ihnen gerne vor allem Physik mit Bleistift ans Herz legen. Da wird Ihnen genau erklärt, warum das eigentlich wichtig ist, dass man sehr viel selber macht. Obwohl man viel auch programmieren kann, ist es gerade am Anfang interessant, mal Sachen mit der Hand gezeichnet zu haben oder Tabellen angefertigt zu haben. Dieses Buch bietet Ihnen den Werkzeugkasten für Ihre gesamte Physikkarriere. Ja,
jetzt die Ingenieurwissenschaften, die ja auch sehr prominent hier vertreten sind an der LUH. Einer der besten Begleiter ist das Keine-Panik-Buch. Auch hier gibt es sehr viele Bilder, manchmal auch in einen Comic verpackt, was es dann ein bisschen auflockert. Gerade wenn man denkt, man ist jetzt am Verzweifeln, kommt dieses Buch sehr, sehr frisch und locker daher und nimmt einem tatsächlich auch ein bisschen die Angst vor Mathematik. Die Angst ist ja nicht nur die Mathematik, die Angst ist ja auch die Klausur. Und deswegen sind hier ganz viele tolle Klausuraufgaben drin, die man durchrechnen kann. Ein Klassiker ist von Hermann, der hat hier an der LUH gelehrt. Das ist ein ziemlich dickes Buch und das ist auch nur der erste Teil. Dieses Buch ist sehr formal, sehr streng, hat aber ganz tolle praxisorientierte Beispiele für die Ingenieurwissenschaften und die Naturwissenschaften. Dieses Buch hier, Endlich gelöst, das ist eine reine Aufgabensammlung. Also wenn Sie ein Übungsblatt haben und nicht weiter wissen, können Sie mal hier gucken, ob eine ähnliche Aufgabe oder vielleicht sogar die gleiche Aufgabe hier drin ist. Die Lösungen dazu sind sehr ausführlich erklärt, sind zum Teil im Buch und zum Teil im Internet. Und noch ein Klassiker, um den Sie wahrscheinlich nicht drum rumkommen werden, ist der Papula. Auch den gibt es in sehr, sehr vielen Bänden. Das wäre jetzt nur der Einstiegsband im ersten Semester für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Auch hier sind sehr tolle Praxisbeispiele drin. Kommen wir zu den Sozialwissenschaften. Mein Favorit für die Sozialwissenschaften ist dieses Buch, Statistik. Da sieht man schon, das hat viele Formeln, wie es scheint, aber es erklärt auch fantastisch. Also es ist sehr ausgewogen, es ist sehr gut strukturiert, hat tolle Beispiele und Übungsaufgaben und natürlich ist ganz nah an den Sozialwissenschaften dran. Wie mache ich welche statistischen Tests? Welche Tests eignen sich für welchen Versuch? Ein Klassiker zum Nachschlagen, ich würde es nicht zum Lernen per se empfehlen, ist dieses kleine Büchlein. Das ist, wie gesagt, es hat sogar ein Glossar am Ende jedes Kapitels, sodass man so das Vokabular auch ein bisschen aufbauen kann für seinen eigenen Werkzeugkasten. Und es ist, wie gesagt, sehr kurz gefasst, aber präzise. Sich präzise zu halten bedeutet in der Mathematik oft, dass man es nicht gleich versteht. Für die Wirtschaftswissenschaften 2 Empfehlungen unserer Fachreferentin für Wirtschaft, die ebenfalls Wirtschaftswissenschaftlerin ist. Zum einen von Michael Merz. Das ist auch wieder ein sehr grafisches Buch. Was ich an diesem Buch ganz toll finde, ist, die Beispiele beschränken sich nicht nur auf das mathematische Phänomen, sondern die betten das Ganze ein. Wie ist das entstanden? Was ist die Geschichte von dieser Rechnung zum Beispiel? Oder welcher Nobelpreisträger hat das erfunden? Aber es ist auch sehr, sehr formal. Also diese grünen Sachen hier zum Beispiel, das sieht man ganz gut. Und diese roten Sachen, das ist wirklich genau, wie die Mathematik es vorschreibt. Und das Blaue, das erklärt dann drumherum. Sehr ausgewogen. Und als letztes den Südsetter, wie er heißt. Das ist auch ein sehr gutes Nachschlagewerk, würde ich eher sagen. Es ist halt alles gut. Kurz und knapp, alles, was Sie fürs Studium mathematisch brauchen. Wenn Ihnen das alles nicht weitergeholfen hat oder wenn Sie einfach jemand sind, der besser im Internet lernt, mit Wikipedia oder so, es gibt Mathe für Nicht-Freaks. Das ist so eine Art Wikipedia für Studienanfänger. Es gibt es auch für die Oberstufe. Da kann man sich mal umgucken, ob einem das weiterhilft. Wenn einem das nicht weiterhilft, kann man sogar selber mitmachen. Und wenn das alles nichts für Sie war, bitte nicht verzweifeln. Die allermeisten Mathestudenten machen die Erfahrung, dass die Schönheit erst so im 4. Semester aufblüht. Also im Zweifel durchhalten. Ganz wichtig ist, zusammenarbeiten. Mathematik ist keine Disziplin für den Loner, wie ich mal sagen möchte. Es ist wirklich was für Gruppenarbeit, die Fachschaft fragen, die Dozenten immer schön löchern mit Fragen. Und falls Sie das Gefühl haben, Sie sind der Einzige oder die Einzige, die verzweifelt, es ging uns allen mal so im Studium. In diesem Sinne ganz viel Erfolg für Ihr Studium und den Mathe-Teil in Ihrem Studium.